Wir ranken uns wieder durch die See, über die See, auf der See. Hier bei World of Warships mit der Shanos und probieren das ein oder andere Schiffchen dabei zu knacken. Letzten Mal haben wir es auf Rang 15 geschafft. Und hoffen, dass es heute so weitergeht. Doppelsieg noch beim Gegner. Colorado. Ja, hoffen wir, dass das funktionieren wird, ne? Okay, ich denke, es wird ein BC. Es wird auf jeden Fall schon fleißig im Chat ein wenig geschrieben. Waren, glaube ich, relativ spannende Runden, die letzten. Und da gucken wir mal, was jetzt drin ist. Mit der guten alten Scharnhorst. Ja, Bliskaya und Mars. Hitachi Z39, natürlich. Gegnerische Streitkräfte am Horizont. Die York, die kennen wir ja. Relativ langsam unterwegs. Dahinter kommt die Sinop. 4-7. Der Gegner macht AB. Ah komm, die gehen auch drüber. Sehr schön. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Ah, so war das Ziel wieder weg. York haben wir nicht mehr getroffen. An die Sinop kommen wir nicht dran. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Da ist auch noch eine. Wo ist die andere? Da! Ah, wir bleiben unentdeckt. Sehr schön, durch den Nebel. Aber wir müssen ja gar nicht da rein pushen. Machen wir den Kreuzer-like. Torpedos auf Backbord! Ich schaue mal die nächste Insel noch. Und dann fahren wir da rum. Bleiben immer noch unentdeckt, das ist sehr schön. Ah, 4, doch, 10. Ja, was waren's? 9, 6. Bisher haben wir es ganz gut gemacht. Oh, ich habe gar nicht gesehen, wann ist denn der DD flöten gegangen? Ich passe schon wieder hier nicht auf. Jetzt könnten wir aufgehen, da ist die andere Sina. Müssen wir ein bisschen den Arsch wegdrehen. Ansonsten kriegen wir gleich eine Breitseite. Das wollen wir nicht. Dahinter ist die York. Sie geht weg. Steuern! Und ich würde jetzt gerne reindrehen wieder. Fidji, die Smoke, da jetzt kommt die York tatsächlich raus. Oh, der war schön. 9-6, Zitadelle. Das gehört sich so. Jetzt dreht die York weg. Colorado ist noch da hinten raus. Ganz um die große Insel werden wir nicht fahren. York, wirst du nochmal Breitseite zeigen oder fährst du weg? Ja, komm, nochmal. Ah, nur 4. Schade. Jetzt stehe ich breit, seit der Sinop, die kommt noch nicht hin. York probiert es nochmal. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerischen Zerstörer gesichtet.
dem blöden Berg da. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Ah, wir müssen jetzt reindrehen. Komm, nimm die York raus, einer. Sehr schön. Unser Team hat die Führung übernommen. Wo sind die anderen Sino? Ja, vielleicht kommt mir der Kolo hinten in den Arsch rein. Ah, hier vorne ist es schon. Ja, ich würde auch gerne nochmal zugehen. Das ist jetzt... Eigentlich habe ich gar keinen Bock jetzt kurz Breitseite. Die zieht mich auf mich. Let's go. Ah, der dürfte zu hoch sein. Ah, Colorado, ja, hab ich gesehen. Ja, ja, das war ja zu langsam. Ich hätte voll Dampf durchgehen müssen. Halb, sehr schön. Dann sind wir vor den Torps auch gedeckt. Ah, der Rest steht einfach nur bei A. Bei C. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht, so soll es auch sein. Solange unsere DDs nicht kaputt gehen. Ja, aber ich sehe die Sie noch nicht, also... Dachi. Hinten eine sie noch. Da müssen wir gleich die Colorado aufgehen, oder? Die ist da. Scheiße, deck den Kleinen auf. Das wäre gut. Vorne auf die Türme. 5000, okay. Und 2-2. Secondary Ballard. Colorado Ballard. Komm, wir sind schnell genug. Die eine Sino belegt ja immer noch, ey. Na, komm weiter den Berg. Colorado. Langsamer. Fühlt sich nicht getroffen. Gegnerische
Gorgello, lass mich in Ruhe. Glück gehabt. Ach, Kacke. Unser Team hat die Führung übernommen. Ah, Sieg. Sehr schön. Da war nicht lang, oder? Ich weiß gar nicht, wie lang. Steht das nicht irgendwo? Ah, voll. Unumstößlich. 14. Ah, 87.000. Ja, sehr gut. Angenehme Runde. Ah, sehr schön. Ja, die Maas. Also beide DDs. Dann hast du halt einen riesen Vorteil, ne? Nicht nur Schlag, erstes Blut, top. Großkaliber. Und ja, packen wir direkt die Heider aus. Und da sind wir auch direkt wieder in der nächsten Runde mit der Heider. Heider, Heider, Heider. Gegen der Akazuki. Oh, Belfast. Wir haben zum Glück eine Atlanta. Aber Belfast muss natürlich Option sein. Ich würde aber eher A plus C sagen, tatsächlich. Diesen Bereich erobern. Alle Stationen, vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Ja. Ja, ja, jetzt die Fiji. Wir haben uns eindeutig für... Ah, es wird ein Split. Ein großer Split mit der Fiji und der York. Ich wollte nur nicht, dass die Schlachtschiffe halt... Die stehen alle oben, oberhalb dieser Insel. Ich wollte nicht, dass die da komplett rumfahren müssen. Deswegen A, B. Einfach wegen der Startposition. Und das Fiji und York jetzt... Ah, mal gucken, ob die da abkratzen werden. Da ist die Belfast. Was hat die Belfast denn für ein... Wie weit denn? Oh, da ist die Akazuki. Radat! Maschinenboost aktiviert. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Belfast oder ob wir nur der Belfast was gekloppt haben. Ah, die Fidschi kann jetzt da von unten pushen, okay. Dann haben wir jetzt gleich alle drei Punkte eventuell. Wenn ich jetzt bei A reinfahre. Steht die da noch drin? Die steht da noch da drin, 12 Sekunden noch. Da ist die York. Na komm, fertig werden. Thank you.
Ah, die steht bestimmt dahinter, die Sau. Was hat die hier auch 6 Kilometer Hydro, ne? Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Ja, Kazuki hat sich überhaupt nicht mehr gezeigt. Da ist die Belfast. Maschinenboost deaktiviert. Konzentrieren. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff. Alle Stationen. Melde Position eines strategischen Ziels. Erstes Blut, sehr schön. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Das war unsere Sinop. Ja, 10 Kilometer Tops. Ach, das sind nur 8 Kilometer. Oh, ich denke die ganze Zeit, das sind 10 Kilometer. Oh. Ah, warum Nebel ist scheiße? Jetzt red doch nicht wegschauen, Horst. Wo ist New York? Unser Sieg ist in Sicht. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Maschinenboost aktiviert. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Oh, du bist ausgegabt. Na, ah. Oh, Fidschi, komm mal in den Kampf, Junge, ey. Belfast ist halt immer noch da. Ja, wir hatten Glück, dass der Gegner einfach gar keinen Bock hatte, in den Cap reinzufahren. Gut. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Die Hut wird ja wohl da rumkommen. Fährt der weiter geradeaus? Das gibt's ja gar nicht. Sieg! Okay, fahr keine grandiose Runde, aber es war ein Sieg. Ah, dank den Caps, der Gegner hatte einfach gar keinen Bock zu cappen. Und Rang 13. Ole ole, super Rang 13. Ein Rang, bevor es richtig die Party abgeht. Ja, Damage. Brauchen wir nicht drüber zu reden, gab's keinen. Schade, Horst. War gut. Hat mir gefallen.
Hallo Kitty Cat drin, ja süß. Aber die Akazuki ist ja bei B direkt wieder nach Hause gefahren. Die hatte gar keinen Bock da reinzufahren und den Cap irgendwie aufzuhalten mit dem Nebel irgendwie. Ach ja. Fiji hat dann funktioniert unten. Ah ja. Was haben wir? Spotting haben wir überhaupt? Potenzieller Damage, okay. Oh, 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 oh. Ist der Spotting Damage. Auch nur 8. Schaden durch Aufklärung da. Direkt von der Nase, 45.000. Alles klar. Ich würde sagen, in diesem Sinne, lasst es knacken. Macht's gut. Ciao.